Unser nächster Vortrag kommt von dem Gesandter Botschafter Syed Mutawer Ahmadi, stellvertretender Leiter der Mission an der Botschaft von Afghanistan in Kanada. Sein Thema ist eine Perspektive für die wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans im Rahmen der neuen Seidenstraße. Zu seiner Blütezeit stand Afghanistan an der Kreuzung der historischen Seidenstraße, wo sich verschiedene Kulturen und Gesellschaften aus aller Welt trafen und Ideen und Waren miteinander austauschten. Heute arbeitet Afghanistan gemeinsam mit den betroffenen Ländern intensiv an der Wiederbelebung der Seiden- und Lapis-Lazuli-Route und trägt zur Verbesserung von Zentralasien, Südasien, China, der Türkei, Europa, dem Nahen Osten und dem Rest der Welt bei. Die Einbindung Afghanistans in die Belt and Road-Initiative, einschließlich der Inbetriebnahme der Gaspipeline Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Indien, TAPI und auch von KASA 1000, Zentralasien und Südasien. Dies ist eine Stromübertragungsleitung. Der Hafen von Chaabar wird dazu beitragen, Handel, Transport, Transit und Zusammenarbeit in der Region und darüber hinaus zu fördern. Die Vision der afghanischen Regierung für den erwarteten Endzustand der Friedensgespräche ist, dass alle Afghanen, einschließlich Minderheiten und Frauen, ihre grundlegenden verfassungsmäßigen Rechte genießen. Gegenwärtig konzentrieren wir uns auf die Bewahrung der Errungenschaften Afghanistans in den letzten 2 Jahrzehnten, wie die verfassungsmäßigen Rechte der Republik und der afghanischen Frauen und Minderheiten, die Rolle der Frauen im afghanischen Friedensprozess, die Bewahrung der 2 Jahrzehnte der Entwicklung Afghanistans und der Meilensteine der Frauenrechte. Afghanistan liegt im Zentrum des Persischen Golfs, des Kaspischen Meeres und Zentralasiens, in denen sich die drei größten Kohlenwasserstoffreserven der Welt befinden. Indem es seine geostrategische Lage sowie seinen Mineral- und Energiereichtum nutzt, hat Afghanistan ein großes Potenzial, eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung des Nahen Ostens und der Welt zu spielen, indem es Afghanistan als wirtschaftliche Brücke zwischen Süd- und Zentralasien, dem Nahen Osten, Europa, Kanada, den Vereinigten Staaten von Amerika und darüber hinaus etabliert. Das ist unsere Perspektive für die wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans und den Aufbau der neuen Seidenstraße. Ich danke Ihnen.